damit man ein bisschen Tiefe bekommt wegen den Schlupflidern. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil dann stehe ich ja so vor der Kamera, weil ihr wisst doch, ich bin noch so ein Blindfisch. So, jetzt hoffe ich, dass ich das zumindest jetzt halbwegs hinkriege. Hallo, schön, dass du dabei bist. Ja, ich versuche mich heute an einem schnellen Alltagslook. Ich hatte ja letztens dazu aufgerufen, dass ihr mir mal so eure Videowünsche schreibt, was ihr euch so von mir mal wünschen würdet. Erstaunlicherweise haben ganz viele sich genau so ein Format gewünscht, dass ich euch einfach mal zeige, wie ich jetzt so einen schnellen Morgenlook mache, wenn ich zur Arbeit muss. Ja. Von daher, ich finde ja immer, meine Schminkvideos sind nicht gerade vorzeigbar, aber scheinbar gefallen sie euch und ja, von daher komme ich doch diesem Wunsch gerne nach. Und ja, von daher, ihr wisst, mein Anfangslook, das seht ihr jetzt als Basis, habe ich immer das Magic Finish drauf. Das ist halt einfach mein Lieblingsprodukt so fürs geschminkt werden. So, und das dauert aber auch keine 30 Sekunden, das aufzutragen, also unter 30 Sekunden, 15 Sekunden oder sowas, ne? Also ich mache mir das dann immer in die Hände und ich bin so ein Händetyp. Also ich weiß, viele machen das dann mit dem Foundation-Pinsel. Nö, ich mache es dann so und dann schaut es auch so aus. So, dann habe ich mir jetzt mal rausgesucht, die habe ich jetzt bekommen, die Palette, die Tartlet Starlight von Tarte. Ich finde das so eine wunderschöne Palette. Und deswegen werden wir das jetzt mal ausprobieren, was ich so damit anfange. Also ich denke, ich gehe jetzt erstmal so also ich blende euch, wir machen es so, ich blende euch ein, welchen Ton ich benutze. Das ist jetzt für mich einfacher. Ne? Machen wir jetzt einfach mal so. Pinsel schnappe ich mir, Finger sind da und auch da zum Beispiel trage ich gerne mit dem Finger auf. Ja, ich sag's ja, ich bin einfach so ein Fingertyp. Aber wir werden es gleich sehen. Wir legen jetzt erstmal los. Ne? So eine kleine Basis. Zeit, warte, wann starte ich jetzt? Warte, ich warte, bis die 2 Minuten da stehen. So, wir können. So, und das mache ich über das ganze Gesicht. Ganze Gesicht, ne, ist klar. Über das ganze Auge. Über das ganze Gesicht. Das wäre doch mal was. Das ist aber auch schon ein toller Ton, ne? Den könnte man fast schon so alleine für sich stehen lassen. Ich finde den mega. Bin total überrascht. So, dann in den Außenbereich. Woran gehen wir? Was habe ich an? Dann gehe ich ein bisschen in den Goldton. Etwas abklopfen. Also wie gesagt, ich mache jetzt einfach wirklich einen ganz, ganz flotten Look. Aber der ist mir im Grunde schon fast zu schwach. Ja, da kommt noch was Stärkeres mit drauf. Nehmen wir den etwas kräftigeren Ton. Wie gesagt, ich mache jetzt für mich wirklich mal eigentlich relativ ungewöhnlich. Wie ihr das seht, einen relativ neutralen Look, nudigen Look. Aber ich habe das in letzter Zeit schon mal öfters gemacht. Von daher passt das eigentlich ganz gut. So hier oben rein, damit man ein bisschen Tiefe bekommt wegen den Schlupflidern. So, und dann wenn du ein bisschen kräftiger drüber ziehst, dann wird das natürlich oben auch ein bisschen intensiver. Das ist so ähnlich wie wenn du jetzt hingehst und nimmst dann halt den Finger. So, und ich glaube, das lasse ich auch schon so. Ja. So, und dann trage ich mir jetzt einfach noch, weil ihr wisst, ich bin ein Glitzi-Glitzer-Mädchen. Ich brauche immer ein bisschen Glitzer. Das mache ich hier jetzt noch mit drauf. So, der andere Finger. Wie gut, dass mein Finger hat, um das machen zu können. Aber wie gesagt, viele nehmen dafür auch einen Pinsel, auch völlig in Ordnung. So, jetzt muss ich noch gucken, wo habe ich denn jetzt den für den Inner Corner? Moment. Hat er sich versteckt, der kleine Kerl. So. Dann
das finde ich zum Beispiel gerade als Brillenträgerin immer wichtig, dass ich hier im Innercorner noch was drin habe. So, und dann gehe ich wohl auch noch hin, ganz kleines bisschen nur, packe ich mir oben jetzt noch auf die, unter der Augenbraue. Da nehme ich wieder einen meiner Lieblingspinsel inzwischen, den von Barbara Hoffmann, der aus der Charmi-Box. Das ist wirklich so einer meiner Lieblingspinsel geworden. Ich werde auch gucken, ob ich da noch ein paar von bekomme. Die haben mich wirklich komplett überzeugt. So, das war es schon, was die Augen angeht. So, jetzt bin ich natürlich bei weitem noch nicht fertig. Das heißt, da kommt jetzt erst noch mal Kajal drauf. Den mache ich jetzt eben. So, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil dann stehe ich ja so vor der Kamera, weil ihr wisst doch, ich bin doch so ein Blindfisch. So, jetzt hoffe ich, dass ich das zumindest jetzt halbwegs hinkriege. Wie gesagt, mein Problem ist, ich sehe mich nicht. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie blind ich bin. Aber es ist halt so, ne? Von daher, ich hoffe, ich mache das jetzt alles richtig. Ich fahre übrigens heute zur Genie. Freue mich da total drauf. Gut, wenn ihr das Video seht, dann doch. Nee, wenn ihr das seht, nicht, aber ich fahre heute. So, jetzt machen wir noch eben die Mascara. Oh nee, das muss ich tatsächlich mal eben. Wir rechnen mal gleich mal 10 Sekunden dazu. 20 Sekunden. Mit der Lancôme brauche ich immer länger. Das ist so. So, dann den Lippenstift. Ah, nimm doch hier den Spiegel. Ich sehe mich halt nicht. Ja. Können wir schon wieder ausgleichen. Ihr seht's, ne? Ja, ihr seht's. Habe ich euch gezeigt, welchen ich nehme? Glaube nicht. Mein Banana Beauty, mein Lieblings, der Yes Queen, ist ja jetzt leider alle. Dann habe ich jetzt den von Banana Beauty genommen, den Caramelita, genau. So, was fehlt noch? Ah, meine Augenbrauen. Moment, ich gehe auf... Ne, die habe ich doch gemacht, die Augenbrauen. Bronzer fehlt. Bronzer braucht man. Pinsel braucht man auch dafür. Also, welchen habe ich denn da jetzt genommen? Den Physicians Formula habe ich jetzt. So. Und ich mache das immer ein bisschen anders als die anderen. Die anderen fangen irgendwie hier an, ich fange immer andersrum an. Oh, das kennt man ja von mir, ne? Ich bin immer schon ein bisschen anders als die anderen. Weil ich ziehe mir ja immer eine schöne Linie, also für mich schon eine Kontur, eine Kante. Und deswegen mache ich das dann immer so. Bin nur eigentlich bisher immer ganz gut mitgefahren und dann halt diese berühmte... Drei, die man ja macht, ne? Ihr kennt es ja, ne? Und dann gehe ich immer noch ein bisschen tiefer, weil ich habe ein bisschen mehr Doppelkinn, ne? So, und dann ist es das eigentlich schon, ne? Ich glaube, ja, ich habe den Lippenstift, ich habe den Bronzer drauf. Ja, aber mache ich noch ein bisschen, ist mir noch ein bisschen zu wenig. Kann man noch ein bisschen. Mach mal da immer. So, also, mein Look müsste somit fertig sein. Wir müssen noch einsprühen und das habe ich, doch 8 Minuten. Ja gut, ich habe jetzt auch noch viel dabei gequasselt. Ne? Also wenn wir das abziehen, ist es trotzdem 5 Minuten. Also von daher seid ihr rucki rucki zucki fertig. So, ich bin zufrieden. Ja, wie findet ihr es? Ich komme mal nach vorne. Ne? Gut, Haare stehen wieder ab. Aber so ist der Look jetzt. Ne? Und tada! Ich kann bloß nach Genie. Tschüss!